Heute geht es um AirPods Pro Zubehör. Hallo Leute und willkommen hier bei Mi AppleCat. Über die AirPods Pro habe ich ja hier bereits im Kanal ausführlich gesprochen. Ihr könnt euch gerne mein Review dazu nochmal anschauen. Aber heute geht es dann um Zubehör für die neuen Noise Cancelling AirPods hier von Apple. Und da gibt es eine ganze Menge. Und ja, ihr seht schon, ich habe hier eine total große Auswahl von Elago stehen. Die haben mir hier ein ganzes Set einfach mal zugeschickt, dass ich mir das mal anschaue. Und gute Nachricht für euch, ihr könnt hier auch später noch was von gewinnen. Das ist nämlich viel zu viel für mich. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal nach und nach an, was wir hier so geliefert bekommen haben. Und womit starten wir denn? Ich fange einfach mal an mit einem Case. Fangen wir mit dem hier an, dem Slim Hang Case für die AirPods Pro. Und ich bin mal gespannt. Das ist wohl ein Silikoncase. Und ups, so geht's auf. Und das haben wir dann eben mit so einem Karabinerhaken dran, dass wir uns das dann irgendwo hinhängen können. Also da ist der Karabiner. Na, komm raus, du. Der ist separat hier drin. Und dann haben wir hier, oh Gott, das fühlt sich an, als wäre da gar nichts drin. Super, super leicht und super dünn. Oh, schaut mal her, zweiteilig. Okay, also da haben wir einmal die Hülle Nummer 1. Hier kann man sehen, dass das echt ja, ein sehr, sehr schmales Case ist. Deswegen heißt es wohl auch Slim. Hier unten eine Abdeckung für Lightning. Aber ich rede gar nicht lange rum, sondern packe hier direkt noch mein Case rein. Die Aussparung, also hier, wo es ein bisschen tiefer wird, die muss nach hinten, damit dann hier auch später noch das Gelenk genug Platz zum Arbeiten hat. Klack! Und da hätten wir es. Das Slim Case mit Haken. Ja, ganz nett. Aber ich würde sagen, schwarz ist hier nicht das Optimale. Ihr seht schon, ich habe es hier gerade mal eine Minute in der Hand gehabt und da sind schon lauter Fussel und Staub und alles drauf. Also das wird sehr, sehr schnell schmutzig. Aber es ist, wie der Name schon sagt, echt slim, sehr, sehr dünn. Man kann es hier sehen, wenn ich mal aufklappe, ein sehr, sehr schmales Case, das euer AirPods Case vor Kratzern schützt. Und sogar hier die kleine LED, die kann hier noch durchscheinen. Also wer hier wenig Material aufbringen will, damit die Dinger nicht dicker werden, der kann das hier gerne machen. Da hinten sieht es dann so aus, dass eben hier der Hinge, also das Gelenk, noch genug Platz zum Arbeiten hat. Ja, ist eine nette Sache. Kann man sich jetzt irgendwo hinhängen, an den Gürtel, an die Hose oder irgendwo an den Rucksack innen drin, damit man die guten, teuren AirPods nicht so leicht verliert. Und das Case an für sich, das verliert man auch nicht leicht, denn das ist innen drin. Also ihr seht schon, ich kann hier ganz gut dran rumziehen und das kommt nicht runter. Da muss man schon richtig drunter greifen, weil das hier innen drin eben ja so gummiert ist und richtig haftet dann an der ganzen Geschichte hier. Von daher ja, kann man machen, aber schwarz, wie gesagt, würde ich nicht empfehlen. Wechseln wir das Material und schauen uns mal hier so ein schönes Ledercase an. Echtes Leder, da stehe ich eigentlich ziemlich drauf. Ich mag immer so natürliche Materialien und so Ledercases habe ich ja auch für meine alten AirPods euch bereits mal gezeigt. Also schauen wir uns das mal an. So, einmal aufmachen. Und das gibt es dann in Braun und auch in Schwarz. Das hier ist jetzt eben das braune Case und hier haben wir das Ganze nochmal in Schwarz. Also je nachdem, was einem dort besser gefällt. So, raus damit und, oh ja, doch, ey, das wirkt echt schön. Sehr, sehr weiches Leder. Hinten haben wir es nochmal draufstehen. Simple Sophistication San Diego, California, made in China. Okay, hier vorne geht es dann einfach, da wird es durch so ein Knöpfchen hier durchgesteckt. Und ein Karabiner haben wir auch noch dabei, aber keinen zum Klappen, sondern einen zum Aufschrauben. Na, schraub, 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 so rum. Und dann kann man das auch irgendwo noch befestigen. Also die AirPods werden dann einfach hier reingesteckt. Das ist ja hier einfach nur so eine Faltgeschichte. Schaut euch das mal an. Alles hier zusammengefaltet. Wirkt auf den ersten Blick, würde ich sagen, echt nett. Also AirPods rein, Klappe zu. So, und dann sind die ganz nett verpackt. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, die Klappe geht ein klein bisschen schwer zu. Das muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen dehnen. Also, wenn man es aufmacht, kriegt man hier auf jeden Fall die AirPods-Klappe sehr leicht auf. Da wird nichts großartig behindert oder gestört dabei. Aber beim Zumachen, da muss man hier schon noch ein bisschen ziehen. Na? Also ihr müsst da noch ein bisschen ziehen. Ich denke, das würde sich aber noch geben. Und dann steckt man es hier so durch. Ja, der Verschluss, weiß nicht. So hundertprozentig gefällt der mir jetzt nicht, obwohl es fühlt sich halt echt nett an. So, hier können wir noch unseren Haken dann durchstecken.
Und dann kann auch das Case hier befestigt werden, entweder am Hosenbund oder an der Tasche irgendwo, damit die teuren AirPods nicht wegkommen. Also, das wäre einmal das Ledercase in Braun. Wir schauen noch mal kurz, wie das in Schwarz aussieht. Das interessiert mich jetzt auch noch. Und da haben wir die schwarze Ausfertigung. Ja, also ich würde hier eher braun bevorzugen, aber das, Freunde, das ist echt reine Geschmackssache. So, Klappe auf, geht dafür viel leichter als Klappe zu. Oder man muss eben hier ein bisschen unten gegendrücken. Ja, dann geht es eigentlich doch ganz gut. Doch, man muss die Technik kennen. So, funktioniert, kann man machen, wieso nicht? Und das nächste, was wir uns anschauen, ist kein Case, sondern, ganz, ganz edel, 18 Karat Gold. Ja, hier gibt es also einen Staubschutz, den man ins AirPods Case reinklebt. Zwei Stück sind hier drin, wahrscheinlich einmal für die obere Klappe, einmal für die untere Klappe. Das soll einfach nur dafür dienen. Wenn ich hier mal aufmache, haben wir ja hier diesen Bereich zwischen den AirPods und einmal hier oben. Und da sammelt sich, das stimmt allerdings, ganz gerne mal Staub und etwas Schmutz an. Und dieser Dust Guard, der soll eben davor schützen, dass sich da kein großartiger Schmutz ansammeln kann. Bin ich erstmal skeptisch, aber wir schauen uns das mal an. Wir probieren es mal. Das gibt es hier einmal in Space Gray und einmal in 18 Karat Gold. Ist das echtes Gold? Ich werde verrückt. Und hier sieht man nochmal, wenn es ganz, ganz schmutzig wäre, so. Und dann natürlich mit dem Sticker oder dem Aufkleberteil wird es dann so aussehen. Also hier bin ich mal echt gespannt, Freunde, ob das was bringt. Wahrscheinlich sieht es auf jeden Fall cool aus mit dieser Goldverkleidung. Wir schauen mal rein, was wir in der Packung finden. Und dann haben wir, oh ja, tatsächlich, es sind zwei Sets. Eins reicht mir ja erstmal. Und auf der Rückseite haben wir den Installation Guide, also Step 1. Wir sollen den Aufkleber an die eigentliche Dichtung da drauf packen und das dann da rein drücken in das Case. Okay, also ich probiere das jetzt mal aus. Also, bling, bling. Ja, da habe ich es draufgepackt, Freunde. Aber das ist eine echte Fummelei hier. Diese ganz, ganz dünnen Sticker, die tatsächlich mit 24 Karat Gold belegt sind. Natürlich ganz, ganz wenig, aber echtes Gold. Aber die da drauf zu fummeln, naja, ist schon eine kleine Herausforderung. Ja, wer drauf steht, der kann das gerne mal machen. Aber notwendig ist sowas jetzt hier wirklich nicht. Aber naja, es stört auch nicht großartig. Man kann aber jetzt hier sehen, dass hier das Case nicht mehr so hundertprozentig zugeht. Aber naja, bling bling, ein bisschen Gold, wieso nicht? Wer drauf steht, kann es natürlich auch dezenter kriegen hier mit der Space Gray Variante. Da sind dann auch nochmal zwei Stück drin. Naja, also echt Gold. Schauen wir uns nochmal ein echtes Original an, das Original Hang für die AirPods Pro. Ist im Prinzip das gleiche wie das Slim Case, das wir vorhin schon hatten. Nur denke ich ein bisschen, ja, mit größerer, dickerer Wandstärke und damit natürlich auch mehr Schutz im Falle eines Falles. Also wenn die mal runterfallen sollten, gibt es hier mehr Stoßfestigkeit. Und das hier ist ein ganz besonderes Case, denn das hier leuchtet im Dunkeln. Das zeige ich euch nachher noch. Aber erst einmal legen wir das Case ein. Hier sieht man auch, wo die Aussparung oder das dünnere Material ist, dass die LED hier noch durchscheinen kann. Also kommt das hier nach vorne, einmal reinschieben. Unten haben wir wieder den Schutz für den Lightning-Anschluss, damit da kein Staub reinkommt oder kein Wasser. Finde ich auch gut. Und dann nochmal hier das Deckelchen drüber setzen. Und dann haben wir dieses Case auch schon fertig angebracht. Man muss hier nur echt immer schauen, dass das mal richtig sitzt, damit es gerade wird. So sieht es doch ganz gut aus. Und Klappe auf, funktioniert. Klappe zu, funktioniert auch. Man sieht die LED durchscheinen. Na, so, hier kann man sehen, da ist die LED. Bling, bling, mit dem Goldumrandung in der Mitte. Also hier die AirPods mit der Goldkante. Ne, das war Ado, ne? Früher, erkennt ihr wahrscheinlich gar nicht mehr. Alte Werbung, Ado, die Gardinen mit der Goldkante. Jetzt auch für die AirPods Pro. Sehr wohl, Madame. Ado, die mit der Goldkante. Und dann gibt es hier noch den Karabiner, wieder den Clip. Klack-Karabiner, den wir hier anhängen können, damit auch dieses Case dann hier sicher irgendwo befestigt wird. Schön. Das Ganze gibt es dann auch noch hier in der Slim-Variante, auch leuchtend. Richtig cool. Und dann haben wir nochmal das Original Hang, nicht in leuchtend, sondern in blau. Das packe ich auch nochmal flott aus. Und dann hätten wir es aber auch gleich schon. Meine Güte, hier sieht es ja ganz schön wüst aus auf meinem Schreibtisch. Also da nochmal mit Karabiner. Die gibt es scheinbar hier echt nur in Gold oder in diesem. Nein, es ist ja kein Gold, es ist so ein Bronze, so eine Bronzefarbe.
Und da haben wir das Ganze dann nochmal in einem dunklen Blau, wer also darauf steht. Ja, ganz nette Geschichte. Aber jetzt schalte ich mal das Licht aus und wir schauen, wie schön das hier leuchten kann. Wow, das nenne ich mal, Glow in the Dark. Richtig cool. Schaut euch das mal an, wie geil das aussieht hier. Das AirPods Case, das im Dunkeln leuchten kann. Also, das finde ich super. Das hier ist mein Lieblingscase. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Das hier ist das Original. Und hier nebendran habe ich noch das Slim Case auch nochmal dazugelegt, dass ihr seht, das leuchtet genauso. Ist eben nur ein bisschen dünner vom Material her. Meine Güte, das hier ist ja ein cooler Effekt. Tja, Freunde, und ich mache auch gar kein Licht mehr an, denn das wäre es auch schon gewesen. Das war hier so ein kleiner Auspack-Haul von verschiedenen Cases für die AirPods Pro. Und weil das viel zu viele Cases für mich sind, verlose ich die noch unter euch, Freunde. Alles, was ihr tun müsst, ist bitte einmal hier ein Like für das Video geben, gerne meinen Kanal abonnieren und dann geht ihr bitte auf Instagram. Ja, auf Instagram. Dort habe ich diesen Beitrag hier verlinkt und da schreibt ihr bitte unter den Instagram-Post, warum ihr so gerne eure AirPods Pro benutzt und welches Case ihr gerne hättet. Und ich werde dann die glücklichen Gewinner auslosen und dann auch anschreiben über Instagram. Also Freunde, das wär's gewesen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Mi Apple Cat. Macht's gut. Das hier ist echt cool.